Zanetti. Herr Bundesrat, Sie haben gehört, die Kommission hat Ihnen beantragt Ihnen mit 8-1 Stimme Ablehnung der Motion. Ich war die einstimmige Minderheit. Frau Fetz war als Mitglied der Kommission leider an dieser Sitzung nicht anwesend. Aufgrund des Diskussionsverlaufes habe ich dann darauf verzichtet, die Minderheit schriftlich zu deponieren. Ich bin deshalb froh, dass Kollegin Fetz das gemacht hat, weil ich habe seinerzeit diesen Film auch gesehen. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe ein relativ pragmatisches Verhältnis zu Tieren. Ich möchte fast sagen, ein bäuerisches. Also ich weiß, dass Reh- und Kalbschnitzel nicht auf den Bäumen wachsen. Ich finde sogar, dass der Mensch Nutztiere halten kann, finde ich wirklich eine kulturelle Leistung. Aber diese Haltung von Nutztieren muss anständig und fair passieren. Wenn man diesen Film gesehen hat, ich kann es einfach nicht ändern, dann tun einem diese Viecher schlicht und einfach leid und da muss etwas geschehen. Und ich glaube, die ganze Kommission mit dem Bundesrat sind uns einig, tierquälerische Schlachtereien, das will niemand. Und ich anerkenne, dass der Bundesrat in internationalen Gremien aktiv wird. Ich wünsche ihm dabei sehr viel Erfolg. Ich habe aber den Eindruck, dass diese Motion eben nicht eine Alternative zur internationalrechtlichen Aktivität des Bundesrates ist, sondern es könnte sie meines Erachtens sinnvoll ergänzen. Ich gehe davon aus, dass die Variante Bundesrat wahrscheinlich nachhaltiger und auch breiter in der Wirkung ist als diese Motion hier. Die Motion, die wirkt relativ kurzfristig und ein bisschen fokussiert, aber es stellt sich hier nicht die Frage entweder oder, sondern das ist eine der wenigen Situationen, wo man sagen kann, sowohl als auch. Und ich bin überzeugt, Herr Bundesrat, dass eine überwiesene Motion Ihnen Rückenwind verschafft in den Verhandlungen in den internationalen Gremien. Ich bitte Sie deshalb, aus verhandlungstaktischen Gründen der Motion zuzustimmen. Ich bitte Sie aber insbesondere auch, mit Rücksicht auf diese Schlangen und Reptilien ja zu stimmen. Bedauerlicherweise sind ja Schlangen und Reptilien nicht unbedingt jö wie Herzigtiere. Und ich muss Ihnen gestehen, dass ich persönlich auch eher Angst habe vor Schlangen und Reptilien. Das sind nicht meine Lieblingstiere. Aber genau deshalb oder vielleicht genau deshalb müssen wir uns um das Schicksal dieser Tiere besonders annehmen. Und deshalb noch einmal bitte ich Sie, in Abweichung des Antrages der Mehrheit der Kommission dieser Motion zuzustimmen. Sie schadet ganz bestimmt nichts. Ich bin überzeugt, dass sie nützt, damit wir das gemeinsame Ziel ein bisschen schneller erreichen können.